Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wer in diesen Tagen die Gelegenheit hatte, neben den vielen wunderbaren, teils zumindest wunderbaren Spielen der Fußball-WM auch mal ansonsten in das Fernsehprogramm zu schauen, der hat vielleicht den Film In 80 Tagen um die Welt gesehen. In 80 Tagen um die Welt oder in 15 Tagen durch Koalitionsverhandlungen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Reise die anstrengendere ist, aber ich weiß, und das können wir heute mit sehr, sehr großer Erleichterung und auch mit sehr, sehr großem Stolz verkünden, Nordrhein-Westfalen hat einen rot-grünen Koalitionsvertrag, liebe Freundinnen und Freunde. Und bevor ich und danach auch Silvia Löhrmann euch die Ergebnisse dieses Vertrages vorstellen, sei an dieser Stelle bereits ein großes Dankeschön gesagt, vor allem der Grünen Verhandlungskommission, die ihr gewählt und beauftragt habt, und allen Beteiligten, die in vielen Tages- und vor allem auch Nachtstunden in diesen 15 Tagen diesen Vertrag in Rekordzeit ausgehandelt haben. Ihnen wird später noch gebührend ausreichend gedankt, aber ich möchte es an dieser Stelle ganz ausdrücklich sagen. Der Dank gehört aber auch euch. Ihr habt uns auf der LDK vor 3 Wochen an genau diesem Ort den Auftrag zu Verhandlungen erteilt und diese Verhandlungen auch sehr, sehr solidarisch, sehr unterstützend und mit sehr großem Verständnis begleitet. Uns haben zum Beispiel etliche Zuschriften, wertvolle Hinweise, Anregungen aus allen Orts- und Kreisverbänden, aus den Landesarbeitsgemeinschaften, aus den Ratsfraktionen und erreicht. Und ich möchte mich ganz herzlich für eure tolle Unterstützung bedanken. Ich glaube, dass dieser Koalitionsvertrag wirklich eine Gemeinschaftsleistung der gesamten Partei ist, liebe Freundinnen und Freunde. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Mit diesem Vertrag hat Nordrhein-Westfalen die Chance, Vorreiter in Sachen Klimaschutz zu werden. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Landes wollen wir ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen, das den CO2-Ausstoß deutlich begrenzt und den Ausbau dem Ausbau der erneuerbaren Energien Vorrang vor den anderen Energieformen einräumt. Ein Gesetz, das Klimaschutz zum Ziel der Landesplanung macht, das alles unternimmt, um in den nächsten 10 Jahren die CO2-Emissionen um 25% zu senken und das eben nicht nur, wie Schwarz-Gelb das gemacht hat, erklärt, sondern auch mit sehr, sehr konkreten Maßnahmen hinterlegt. Und dazu gehört nicht nur der massive Ausbau von Windkraft, von Kraft-Wärme-Kopplung, von Photovoltaik, sondern auch Anstrengungen bei der Energieeinsparung und Energieeffizienz. Und dazu gehört auch, dass die sogenannte schwarz-gelbe, in Anführungszeichen, Lex E.ON. unverzüglich wieder zurückgenommen wird, liebe Freundinnen und Freunde. Laut, laut. Danke. Die Zeit, in der das Landesrecht also so zurechtgebogen wird, dass es den großen Energiekonzernen passt, ist mit diesem Vertrag vorbei. Mit der Wiederaufnahme des Klimaschutzes in die Landesplanung wird Nordrhein-Westfalen ein unattraktives Land für fossile Energien und ein attraktives Land für saubere Energie, liebe Freundinnen und Freunde. Mit diesem Vertrag hat Nordrhein-Westfalen auch die Chance, Vorreiter in Sachen Bildungsgerechtigkeit zu werden. Rot-Grün hält die Versprechen aus dem Wahlkampf. Wir wollen, wie angekündigt, den Ausbau der U3-Plätze in den Kitas vorantreiben und den Kommunen nicht länger die Mittel dafür vorenthalten. Wir wollen die Qualität in den Kitas deutlich erhöhen und die Erzieherinnen und Erzieher stärken. Wir haben das klare Ziel, dass Gemeinschaftsschulen in Nordrhein-Westfalen zur Regel werden, dass längeres gemeinsames Lernen und wohnortnahe Schulangebote, das Aussortieren von Kindern und das Beschneiden ihrer Chancen, ihrer Zukunftschancen endlich ablösen. Und wir wollen als Sofortprogramm noch in der nächsten Woche die unsinnigen Kopfnoten abschaffen, die Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler wieder einführen und den entwürdigenden Prognoseunterricht beim Übergang in die Sekundarstufe 1 endlich abschaffen, liebe Freundinnen und Freunde. Und wir halten auch Wort bei der Abschaffung der Zugangshürden zu den Hochschulen. Auch schon in der nächsten Woche wollen wir die neue Landesregierung beauftragen, einen Gesetzentwurf zur vollständigen Abschaffung der Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen vorzulegen. Nordrhein-Westfalen hat mit diesem Vertrag auch die Chance, demokratischer zu werden. Denn wir wollen auch vor allem die kommunale Demokratie stärken. Die Städte und Gemeinden sind Opfer eines Steuersenkungsfetisch der letzten Jahre. Wir als Rot-Grün, als Grüne im ganz Speziellen, wollen jetzt die Verantwortung übernehmen und mit einem Altschuldenfonds Konsolidierungshilfen für die besonders notleidenden Kommunen leisten, damit diese endlich wieder selbstbestimmt handeln können. Und wir wollen die Stadtwerke endlich wieder stärken und setzen auch darauf, dass dadurch ein Schub für die dezentrale Energieversorgung und ein Schub für das Erreichen unserer Klimaschutzziele ausgeht.
André, kannst du noch mal... Also, liebe Freundinnen und Freunde, es wäre schon schön, wenn ihr zuhören würdet und eure Gespräche, so ihr den führen wollt, draußen führt. Danke. Danke. Wir wollen die Stichwahl bei den Bürgermeisterwahlen wieder einführen und die Hürden bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden deutlich senken und Themenausschlüsse beseitigen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, das sage ich ganz besonders in Richtung der Grünen Jugend, weil ich selber sozusagen ein Jahrzehnt dafür gekämpft habe, wir wollen jungen Menschen endlich mehr Mitentscheidung, mehr Mitsprache geben und daher das Wahlalter endlich auch bei Landtagswahlen auf 16 Jahre absenken. Nordrhein-Westfalen wird mit diesem Vertrag ein Land der Chancen. Aber Nordrhein-Westfalen steht auch vor schwierigen Herausforderungen und Rahmenbedingungen, vor allem, ihr habt das in den Medien auch verfolgt, finanziell. Wenn die Süddeutsche zum Beispiel in diesen Tagen schreibt, dass in Nordrhein-Westfalen nun griechische Verhältnisse herrschen, so ist das ganz, ganz klar falsch. Vielmehr ist es so, dass uns die schwarz-gelbe Landesregierung einen Haushalt hinterlässt, der weitaus dramatischer ist, als sie es selber zugeben möchte. Faktisch werden wir einen Kassensturz machen müssen und viele Risiken, die Schwarz-Gelb bewusst im Wahlkampf verschleiert hat, nachfinanzieren müssen, und zwar noch dieses Jahr. Und deswegen ist unser Ziel für 2011, sozusagen für den Haushalt im nächsten Jahr, sehr klar. Wir wollen sowohl in Zukunftsbereiche investieren, in Kinder, in Familien, in Bildung und in die Handlungsfähigkeit der Städte und gleichzeitig aber natürlich den Landeshaushalt konsolidieren. Und am Ziel, die Netto-Neuverschuldung im nächsten Jahr zu senken, halten wir als Grüne selbstverständlich fest. Und dafür gehören auch einige liebgewonnene Projekte von Jürgen Rüttgers ganz klar auf den Prüfstand. Vor allem die Prunk- und Protzpolitik der letzten 5 Jahre in Form von zig Ordensverleihungen, von teuren Konventen, von einer dritten Reiterstaffel, von Hochglanzfesten. Wir als Rot-Grün investieren, wenn wir investieren, in die Zukunft der Menschen und nicht in die Prestigeträchtigkeit der Landesregierung, liebe Freundinnen und Freunde. Aber wir müssen auch sehr ehrlich sagen, und ich bin an dieser Stelle auch für klare Ehrlichkeit, dass die Konsolidierung der Haushalte, der Länder und Kommunen vor allem über den Bund zu meistern ist. Deswegen werden wir uns im Bundesrat auch dafür einsetzen, dass kein Gesetz mehr verabschiedet wird, das die Haushalte ihrer Steuereinnahmen beraubt. Vielmehr brauchen wir mehr Steuereinnahmen, zum Beispiel durch eine Verbreiterung der Gewerbesteuer, zum Beispiel aber auch durch die Streichung ökologisch schädlicher und gesellschaftspolitisch falscher Subventionen auf Bundesebene. Sparen und konsolidieren und gleichzeitig in Zukunft und Infrastruktur dieses Landes zu investieren, das muss der neue Kurs dieser neuen Landesregierung sein. Und was uns ganz besonders freut, ist natürlich oder sind die vielen positiven Reaktionen aus den Verbänden und gesellschaftlichen Gruppen in Nordrhein-Westfalen. Wenn alle führenden Umweltverbände in einer gemeinsamen Erklärung den Vertrag für die anspruchsvolle Klimapolitik loben, wenn die Chemieindustrie gleichzeitig von zu viel Ökologie spricht, wenn Mehr Demokratie e.V. von mehr Demokratie für Nordrhein-Westfalen spricht, wenn Städtetag und kommunale Verbände von, Zitat, neuen Chancen für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sprechen, wenn CDU-Bürgermeister, also selbst CDU-Bürgermeister, die Stärkung der Stadtwerke und die neuen Möglichkeiten für innovative Schulmodelle vor Ort loben, wenn die Deutsche Steuergewerkschaft die Neueinstellung von Betriebsprüfern lobt, dann ist klar, liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg für unser Land. Umso bedauerlicher ist es natürlich, dass die anderen Fraktionen im Landtag teilweise schon jetzt unsere Einladung zum Mitgestalten ausschlagen, noch bevor die ersten Anträge im Landtag überhaupt beraten worden sind. Aber wir als Grüne meinen es sehr ernst mit dieser Koalition der Einladung. Wir werden die inhaltlichen Chancen für Nordrhein-Westfalen betonen und nicht die Parteigrenzen. Wir werden nicht nach der Methode Friss- oder Stirbverfahren, sondern wirklich ehrlich und fair ausloten, was gemeinsam auch mit den anderen Fraktionen geht. Und lasst mich daher zum Schluss noch genau dazu auch ein ganz besonderes Wort verlieren. Auch die Wahl zum Bundespräsidenten vergangene Woche hat gezeigt, welche Chancen darin liegen können oder könnten, wenn Parteien ihre Eitelkeiten aufgeben und nicht sich selbst im Blick haben, sondern die Interessen der Menschen im Blick haben. Und ich bedauere es sehr, dass es nicht gelungen ist, sich auf Joachim Gauck als gemeinsamen Kandidaten aller Parteien zu einigen, der einen nie geahnten Rückhalt in der Bevölkerung hat und der dieses Land auch in wenigen Wochen bewegt hat, ohne gewählt zu werden. Und
Es ist außerordentlich schade, dass CDU und FDP Parteitaktik wichtiger waren als das ehrlich gemeinte Angebot, einen gemeinsamen Kandidaten anzunehmen. Und es ist auch sehr schade, dass die Linkspartei offenbar noch immer nicht ihre SED-Vergangenheit geklärt hat, weder das noch in der Lage ist, strategisch in die Zukunft zu denken. Aber, und das sage ich an dieser Stelle auch mit sehr viel Nachdruck für Nordrhein-Westfalen, für uns bedeutet neue Kultur, dass auch wir Grüne uns anders aufstellen werden müssen. Es darf in Zukunft nicht mehr darum gehen, zu taktieren, andere Parteien vorführen zu wollen oder an den Pranger zu stellen, sondern es muss darum gehen, endlich ehrlich zu verhandeln und auszuloten. Dazu ist sehr viel Kommunikation notwendig, das ist eine neue Lage, und sehr viele Gespräche auf Augenhöhe vor entsprechenden Initiativen. Das gilt gleichermaßen für die CDU, das gilt für die FDP und das gilt selbstverständlich auch für die Partei Die Linke im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit, wünsche uns alle eine befruchtende Diskussion, einen guten Parteitag und hoffentlich am Ende dieses Tages auch eine große Zustimmung für diesen Weg und für diesen Koalitionsvertrag. Vielen Dank.